Im Namen des Volkes ist der Richter des Obersten Gerichtshofes der Volksrepublik Kroatien in Zagreb, im Namen des Senats unter dem Vorsitz von Präsident Sarko Vimpulcek, am 11. Oktober 1946 zu folgendem Urteil gelangt. Der Mitangeklagte Dr. Aloysios Stepinac wird zu Freiheitsentzug und Zwangsarbeit für die Dauer von 16 Jahren und zum Verlust der politischen und Staatsbürgerrechte für die Dauer von 5 Jahren verurteilt. Er wurde am 19. Oktober 1946 inhaftiert. Die Gefängnisaufseher erzählten mir, dass der Aufseher Spiranic ihn fragte, was wünschen Sie zum Abendessen? Er sagte, ich bin angeklagt, meine Wünsche sind irrelevant. Sein Martyrium war für die Menschen ein Vorbild, für das Leiden, Geduld und Hoffnung. Das ist, was die Kroaten heute vermissen, einen Stepinac, eine moralische Richtung, jemand, an den man glauben kann. Er war immer ein Außenseiter. Ein Außenseiter in einem totalitären System, das nicht nur die ganze Welt beherrschen wollte, aber auch das Gewissen des Volkes. Das hat nichts mit der katholischen Sicht noch mit der Rolle eines Erzbischofs zu tun. Er ist nicht nur ein Vorbild für das kroatische Volk geworden, für die er ein Leuchtfeuer war. Ich würde sagen, ein Vorbild für Europa und die ganze Welt, wie man sich zu verhalten und die Kirche und den Glauben zu verteidigen hat. Und das in einer schwierigen politischen, gesellschaftlichen und kirchlichen Situation. Kameraden, dieser Gerichtsfall ist eine Chance, die Fehlgeleiteten zurückzuführen. Es verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Stepinac wurde verhaftet. Die Verhandlung hatte bereits gegen eine Gruppe von Leuten begonnen. Unter ihnen war sein Sekretär und unser Provinzial. 6 Franziskaner. Es war ein großer Prozess, der in einer Sporthalle stattfand. Ich habe die Verhandlung im Radio mitgehört und erinnere mich an die Stimme von Stepinac. Und ich erinnere mich, wie aggressiv der Staatsanwalt Blaževič und der Richter Vimpulcek ihn unterbrachen. In dem Schauprozess der jugoslawischen Kommunisten wurde Dr. Aloysios Stepinac des Hochverrates und der Zusammenarbeit mit den Besatzungsmächten während des Krieges, der Gründung eines Militärvikariates, der Verschwörung im Hinblick auf die Zerstörung des politischen Systems und staatsfeindlicher Propaganda angeklagt. In der Anklage wurden ihm auch Kriegsverbrechen vorgeworfen und er wurde beschuldigt, Zwangsbekehrungen von Serben und Juden zwischen 1941 und 1945 durchgeführt zu haben. Als die deutschen Truppen auf dem Jelačić-Platz ankamen, konnte man eine jubelnde Menge beobachten. Sie rief und warfen Blumen auf die ankommenden Panzer. Was sie vor allem wollten, war ein kroatischer Staat.
Als die Unabhängigkeit Kroatiens proklamiert wurde, wollten alle Kroaten genau das, wozu sie das Recht hatten, ihren eigenen Staat. Und Erzbischof Stepinac auch. Zufrieden, gemeinsam mit den anderen Bischöfen, setzte er große Hoffnung in den neuen Staat. Viele wurden aber bitter enttäuscht. Bereits am 22. Mai 1941 verriet die Regierung ihre Ideale. Und wahrscheinlich auf Geheiß Hitlers und Deutschlands mussten Juden gelbe Tücher mit dem Davidsstern tragen. Es gab keinen Antisemitismus. Ich habe das vor dem Krieg nie gefühlt. Es fing an über Nacht. Wir mussten ein gelbes Tuch über der Schulter tragen mit einem J darauf. Wir mussten es bei der Polizei abholen. Es war gefährlich, es nicht zu tragen. Es nicht zu tragen, konnte die Einlieferung in ein Lager bedeuten. Darüber war Stepinac sehr, sehr bestürzt. Und sofort wandte er sich öffentlich dagegen. Es werden weder Ehebrecher noch öffentliche Prostituierte mit einem sichtbaren Zeichen gekennzeichnet. Wenn man dies also nicht einmal mit jenen macht, die es aufgrund ihrer persönlichen Schuld verdient haben, dass die menschliche Gesellschaft vor ihnen zurückscheut, warum tut man es dann mit jenen, die ohne eigene Schuld Mitglieder einer anderen Rasse sind? Kardinal Stepinac. Kardinal Stepinac rettete eine Jüdin, die gleich alt war wie ich. Sie lief weinend auf der Straße, denn sie hatten ihre Mutter weggebracht. Ihr Bruder war in der kommunistischen Partei, die wieder verboten wurde. Ihr Vater wurde umgebracht. Stepinac nahm sich ihrer an und sie sagte ihm, wer sie war. 4 Jahre hielt er sie versteckt. Er nahm aber teil am öffentlichen Leben mit den politischen Führern. Wenn nicht, wäre er getötet worden und das hätte niemandem genützt. Als sie im Altenheim Schwarz in der Vlaska-Straße die Militärluftfahrt einrichteten, brachte Stepinac alle diese Juden von dem Heim nach Bresovica. Einige konnte auf die Insel Rab bringen und andere an weitere sichere Orte. Als die Verfolgung am schlimmsten war, waren wir noch in unserer Wohnung. Stepinac schickte einen Priester in Zivil. Er sagte, der Erzbischof wollte, dass wir kommen und im Bischofspalast übernachten, denn es würde in der Nacht in diesem Gebiet Razzien geben. Das spricht für sich. Sofort, nachdem die Unabhängigkeit des Staates Kroatien ausgerufen worden war, zeigten die Mitglieder der nationalistischen Bewegung den Serben gegenüber Intoleranz. Man erinnerte sich an die Verbrechen, die durch serbische Kräfte zwischen den beiden Weltkriegen an den Kroaten und ihren politischen Vertretern verübt worden waren. Feindschaft und Rache explodierten förmlich. Nachdem der Erzbischof von Zagreb von Übergriffen auf die Serben erfuhr, reagierte dieser scharf in einem Brief an den Premierminister Ante Pavelic. Ich sage, dass dies nach katholischer Moral nicht erlaubt ist. Deshalb bitte ich Sie, auf dem gesamten Gebiet des unabhängigen Staates Kroatien schnellstens Maßnahmen zu ergreifen, dass kein einziger Serbe ermordet wird, wenn ihm keine Schuld nachgewiesen wurde, aufgrund derer er den Tod verdient hätte. Ansonsten können wir nicht mit dem himmlischen Segen rechnen, ohne den wir zugrunde gehen werden. Der Erzbischof wandte sich entschieden gegen die sektiererischen Übergriffe der nationalistischen kroatischen Regierung.
Als er erkannte, dass es nicht ausreichte, um weiteres zu verhindern, schickte er vertrauliche Instruktionen an alle seine Priester. Wenn Personen jüdischen oder orthodoxen Glaubens, die sich in Todesgefahr befinden, zu euch kommen und zum Katholizismus konvertieren wollen, so nehmt sie auf, rettet Menschenleben. Verlangt von ihnen kein besonderes Wissen, denn die Orthodoxen sind Christen wie wir und aus dem jüdischen Glauben zieht das Christentum seine Wurzeln. Wenn diese wahnsinnige und extremistische Zeit vorüber ist, werden die in unserer Kirche bleiben, die aus Überzeugung konvertiert sind, während die, die aus Angst konvertiert sind, zu ihrem eigenen Glauben zurückkehren werden. Er hat klar differenziert. Zuerst, dass es das Recht jedes Menschen und Kroaten ist, frei in seinem eigenen Land zu leben, und zweitens, dass alle Bürger, die unter den Kroaten leben, die gleichen Rechte wie Kroaten haben sollten. Hier war er konsequent, und das hat ihm dann auch sein Leben gekostet. Wir gingen in die Messe und hörten dort seine Predigten und wie er gegen den Faschismus predigte. Die Menschen fragten sich oft, wie lange sie das noch überleben werden. Sie hatten Angst, man würde sie alle ins Gefängnis stecken oder umbringen, wenn er so weiter predigte. Jeder Mensch, ohne Rücksicht darauf, welcher Rasse oder Nation er angehört, ob er die Universität in irgendeinem Kulturzentrum Europas abgeschlossen hat oder in den Urwäldern Afrikas auf die Jagd nach Nahrung geht, jeder von ihnen ist gleich und trägt das Siegel Gottes in sich und hat sein unveräußerliches Recht, das ihm keine einzige weltliche Macht wegnehmen oder eigenmächtig beschneiden darf. Die Auseinandersetzung mit den Behörden wurde so ernst, dass die Nationalisten darüber nachdachten, ihn zu entfernen. Er sollte zum Schweigen gebracht und daran gehindert werden, seine Ideen zu verbreiten, die nicht im Einklang waren mit den Kräften an der Macht im unabhängigen Staat Kroatien. Stepinac war mutig, aber nicht verrückt. Wenn er stärker darauf beharrt hätte und die Nationalisten ihm das angerechnet hätten, wäre kein anderer Bischof so weit gegangen und hätte es nicht gewagt, jemanden zu retten. Man muss in so einer Situation sehr weise sein. Er tat das Möglichste zu dieser Zeit, so wie Pius XII. Er konnte als hohe moralische Instanz nicht offen sprechen, Einwände erheben oder Einfluss ausüben. Stepinac konnte nicht mit einem Gewehr ab in die Wälder verschwinden. Das war nicht seine Berufung. Ich möchte wissen, ob es einen anderen Erzbischof in Europa gibt, der so ein starker Gegner ist, wie er es war. Andererseits ist dieser Gerichtsfall eine Ermutigung für jene, die schon immer sahen, wohin Stepinac ging und die seine Arbeit kritisierten, damit sie energisch darauf hinwirken, noch näher ihrem Volk zu sein. Es wurden Lautsprecher montiert, in denen der Prozess gegen Erzbischof Stepinac ausgestrahlt wurde. Überall waren Lautsprecher und wir Seminaristen mussten uns, ob wir wollten oder nicht, das anhören. Ob auf dem Fußballplatz oder in der Kirche. Wir waren gut informiert und verfolgten alles, was vor sich ging. Die Zeugen wurden hauptsächlich von der Kommunistischen Partei ausgesucht. Keiner, der Stepinac unterstützen hätte können, wurde zugelassen. Einige Serben und Juden standen auf, um für ihn auszusagen, es wurde ihnen aber nicht erlaubt. Zur Anschuldigung wurden Priester benutzt. Unter Druck und sogar Folter schuldigten sie Stepinac an. Es war ein Schauprozess. Der apostolische Nuntius Joseph Hurley kam nach Zagreb und war bei jeder Verhandlung dabei. Jedes Mal, wenn Stepinac in das Gericht geführt wurde, verbeugte er sich in seine Richtung. Stepinac.
Er wollte dadurch zeigen, dass dieser Mann völlig unschuldig war und keines Verbrechens schuldig. Er wollte damit auch seinen tiefen Respekt erweisen für seine Überzeugung und alle seine Entscheidungen und Standpunkte in der Vergangenheit. Das Leben von Kardinal Stepinac wurde geprägt von zwei Weltkriegen und den totalitären Regimen des Faschismus, Nazismus und Kommunismus. Es war die Zeit, in der große Reiche wie die KOK-Monarchie und das Zarenreich in Russland für immer von der politischen Szene verschwanden und gleichzeitig in Zentraleuropa ganze Gruppen von neuen Staaten in den Vordergrund traten. Aloysius Viktor Stepinac wurde in Prešovec am 8. Mai 1898 als fünftes von acht Kindern von Josip und Barbara Stepinac geboren. Nachdem er seinen Militärdienst beendet hatte, entschied er sich, nachdem er kurze Zeit Agrarwissenschaften studiert hatte, zum Priestertum und begann 1924 seine theologischen Studien an der Päpstlichen Universität Gregoriana. Nach seiner ersten heiligen Messe in Santa Maria Maggiore kam er nach Zagreb zurück und wurde Zeremonienmeister von Erzbischof Bauer. Am 24. Juni 1934 wurde Aloysius Stepinac in der Kathedrale von Zagreb zum Bischof geweiht. Er war zu dieser Zeit mit 36 Jahren der jüngste Bischof auf der ganzen Welt, war noch keine 4 Jahre Priester. Drei Jahre später, am 7. Dezember 1937, starb Erzbischof Bauer und Stepinac übernahm am gleichen Tag die Amtsgeschäfte des Erzbistums Zagreb. Diese letzten 4 Jahre haben mir gezeigt, welch dornigen Weg ein katholischer Bischof gehen muss. Ich habe gehofft auf den Herrn und er hat mich nicht verlassen. Vielmehr sind mein Glaube und mein Vertrauen auf Gott, den Allmächtigen, gewachsen, so wie Eisen härter wird, wenn es geschmiedet wird. Je mehr Schwierigkeiten kommen, umso mehr wird mein Vertrauen auf Gottes Hilfe wachsen. Ich werde mit meiner Herde durch die Stürme schreiten, die vor uns liegen. Für Unabhängigkeit, Brüderlichkeit und Einheit der Völker von Jugoslawien und den Kampf für die Glaubensfreiheit und Toleranz. Im Gerichtssaal befanden sich kommunistische Sympathisanten. Und wenn der Ankläger gegen Stepinac sprach, gab es Pfiffe. Sie klatschten und riefen laut. Bei den wenigen Gelegenheiten, wenn Stepinac sprach, lachten sie ihn laut aus. Ich erinnere mich, dass ich zu meinem Vater sagte, wir sollten intervenieren. Er sagte zu mir, weißt du, wir können ihm nicht helfen. Und wenn wir es versuchen, wird es unser Ende sein. Jeder hatte solche Angst, das war Stalins System. Als wir 1945 die Kanonen über Zagreb hörten und die letzte Schlacht zwischen der kroatischen Armee und den Partisanen im Gange war, kam Stepinac zu uns und sagte,
Ihr seht ja selbst, wie die Lage ist. Ich kann keinem Sicherheit garantieren. Was würde geschehen? Keiner wusste es. Die kroatische Armee hatte sich schon zurückgezogen. In dieser Woche gab es weder Militär noch Polizei in Zagreb. Am 8. Mai 1945, als die Partisanen in Zagreb einzogen, war die nationalistische Regierung weg. Und niemand war da, um die Macht zu übergeben. Der Einmarsch war nicht erwartet und nicht die große Freude, wie es die Kommunisten vorgaben. Sie kamen in ein praktisch leeres Zagreb. Die Leute hatten sich aus Furcht in die Häuser zurückgezogen. Es war der Beginn einer der schrecklichsten Perioden der kroatischen Geschichte. Innerhalb weniger Monate töteten die Kommunisten mit und ohne Gerichtsverfahren Hunderttausende inhaftierte kroatische Soldaten und Bürger. Deren Leichen wurden in Slowenien und Kroatien in Massengräber, Gruben und Panzergräben geworfen. Sie nahmen sofort die Priester heraus. Sie hatten ihre eigene Uniform mit roten Kreuzen darauf. Es war also leicht, die Priester zu erkennen. Mit großer Genugtuung holten sie sie aus den Reihen heraus. Aufgrund von bis heute andauernden Untersuchungen kann man sagen, dass 644 Menschen, die innerhalb der Kirche beschäftigt waren, und 510 Priester getötet wurden. Die Regierung wollte die katholische Kirche zerstören. Sofort nachdem die Kommunisten in Zagreb einmarschiert waren, inhaftierten sie Erzbischof Stepinac. Sie hielten ihn bis zum 4. Juni 17 Tage lang gefangen. Er wurde freigelassen, um mit dem Kommunistenführer Tito zusammenzukommen. Damals schlug Tito Stepinac vor, wir werden zu einer Übereinkunft kommen. Wir werden zusammenarbeiten, Sie müssen sich nur ein wenig von Rom distanzieren. Das ist Italien, ein kapitalistisches Land, das uns nicht versteht. Stepinac antwortete entschieden, wir bleiben fest mit Petrus verbunden, so wie es die katholische Kirche in Kroatien durch die Jahrhunderte immer getan hat. Wir werden mit dem Papst fest verbunden bleiben. Da wendete sich das Blatt. Alles wandte sich nun gegen Stepinac. Es war klar, dass nichts ihn erweichen konnte. Das war, als kirchliches Verlagswesen völlig abgeschafft wurde. Den Katechismusunterricht gab es in den Schulen immer weniger und schließlich wurde damit aufgehört. Die Mehrheit der katholischen Schulen wurde geschlossen, bis auf zwei in Zagreb und Istrien. Nahezu der gesamte Kirchenbesitz wurde konfisziert und kirchliche Institute geschlossen. Die Schwestern wurden aus den Spitälern, Schulen und Bildungseinrichtungen entlassen. Als die Prozession von der Wallfahrt zu unserer lieben Frau von Maria Bistrica zurückkam, warteten wir in der Kathedrale, um zu sehen, wer predigen würde. Stepinac führte zu Fuß die erste Prozession an, durfte aber nicht zu der zweiten. Als die Glocke der Sakristei läutete, trat Stepinac ein. Angespannt folgten ihm alle Augen, als er auf die Kanzel stieg und ganz spontan applaudierte die ganze Kathedrale. Ganz ruhig nahm er sein Birett ab und sagte, »Meine lieben Brüder und Schwestern, ich darf euch bitten, nicht in der Kirche zu klatschen, denn hier gebührt Gott allein Ruhm und Ehre und niemand sonst.« Wir hörten zu, wie er seine Predigt fortsetzte. Wir haben gegen jedes Gebot Gottes gesündigt. Vergib uns, o Gott. Stepinac schrieb unaufhörlich an die Behörden, nicht nur er, sondern auch die anderen Bischöfe. Er bekam nie eine Antwort. Als er erkannte, dass es keine Kommunikation gab, entschied er, mit den anderen Bischöfen 1945 einen öffentlichen Pastoralbrief zu schreiben, in dem er klarstellte, wie sich die kommunistische Regierung in dieser neuen Situation verhielt, wie sie in Beziehung zur Kirche und zum Volk stand. Das war ein Schlag, den die Regierung nicht tolerieren würde. Jugoslawische Diplomaten starteten außer Landes gegen Stepinac eine Hetzkampagne, dass Stepinac ein Kriegsverbrecher wäre,
und dass er die Zwangskonversion der Serben angeführt hatte. Als der Nuntius, der amerikanische Bischof Joseph Hurley, nach Belgrad kam, war das Erste, was Tito forderte, dass Stepinac aus Zagreb entfernt würde. Als 1945 Tito erstmalig in Zagreb auf dem Ban Jelačić-Platz auf die Bühne trat, war Stepinac auch dort. Er war dort wegen des Bibelzitates: Alle Macht kommt von Gott. Als ihm aber klar wurde, dass die Macht gegen Kroatien, gegen den Glauben und die Kirche gerichtet war, fand man ihn nicht mehr auf der Tribüne, sondern im Gefängnis wieder. Dass Sie das Schwerwiegende aller dieser Organisationen und dieses Verbrechens begreifen und dass Sie zu Ihrem Volk zurückkehren. Seine Verteidigung war am 3. Oktober 1946. Es herrschte völlige Stille. Jeder hörte auf seinem kleinen Radio mit. Wir waren damals 30 im Noviziat und saßen zusammengedrängt und versuchten, seiner Rede zuzuhören. Er fing an: Sehr geehrte Herren, Geschworene und alle, die mich hören, mein Gewissen ist rein. Ich denke, Sie stellen nicht Aloysius Stepinac vor Gericht, es ist vielmehr die Institution des Erzbischofs von Zagreb. Und dieser Prozess ist in der Tat das Schicksal der katholischen Kirche. Er fuhr fort und endete mit den Worten: Ich wiederhole, dass mein Gewissen rein ist, aber tun Sie, was Sie wollen. Das Urteil waren 16 Jahre Haft und 5 Jahre Verlust der Bürgerrechte. Er wurde in das Lipoglava-Gefängnis gebracht. Wir fürchteten, er würde umgebracht. Als wir dann von den 16 Jahren Gefängnis hörten, waren wir geradezu erleichtert. Wir waren sicher, er würde exekutiert werden. Die Kirche wurde sich bewusst, dass sie durch Leiden den Preis zu zahlen hätten. So wie der Erzbischof litt, musste die Kirche als das Volk Gottes mit ihm leiden, damit das Böse, das entstanden war, überwunden würde. Ungefähr einen Monat später besuchte ihn Bischof Josip Lach und sagte zu mir: Hilf mir, diese Sachen zu tragen. Wir werden den Erzbischof in der Haft besuchen. Die Wachen ließen uns hinein und als wir zu dem Innenhof kamen, sahen wir den Erzbischof 30 bis 40 Meter von uns gehen. Er bewegte sich schnell auf dem für ihn angelegten Weg. Wir gingen in seine Zelle und nahmen die Sachen heraus und legten sie auf den Tisch. Wir, die Häftlinge, brachten weiße Steine aus dem Steinbruch mit und zerschlugen sie mit einem Vorschlaghammer in kleine Stücke und machten diesen Kiesweg, auf dem Stepinac jeden Tag vormittags und nachmittags auf und ab ging. Jedes Jahr pflanzten wir Blumen. Es gab eine Menge Tulpen dort. Wir schoben sogar den Schnee weg, damit die Blumen wachsen konnten, wenn ausländische Delegationen ihn besuchten. Es kamen oft hohe Beamte der Partei, um zu sehen, was dort geschah, damit sie herausfänden, wie sie ihn psychologisch sprechen könnten. Wenn er auf dem Hof herumging, war er immer alleine. Er war wie ein Geist, alleine. Sogar der ihm zugewiesene Priester
konnte nicht hinaus. Wir sahen ihn vom Fenster oben. Bevor er hinausging, wurde alles abgesucht, um sicherzustellen, dass nicht jemand eine Nachricht oder etwas anderes für ihn hinterlassen hat. Zu welchem Zweck hätten wir uns retten können? Hätte er uns helfen können? Er aber war wie der gute Geist dort, der Geist der Stärke. Dann wurde Stepinac nach Krasic gebracht. Ich kann ehrlich sagen, dass ich froh war, im Gefängnis zu sein mit den anderen Häftlingen, denn dort gab es Frieden. Nachdem er Lepoklava verlassen hatte, sagten sie zu uns, »Ah, ihr hättet gerne Tische und Teller, das wollt ihr doch, ihr Verlierer. Vergesst es, es wurden dort keine Blumen mehr gepflanzt.« Hier spricht London. Sie hören den Auslandsdienst der BBC. Ich hörte gerade BBC London, als sie bekannt gaben, dass Erzbischof Stepinac um 8.45 Uhr nach Krasic gebracht und unter Hausarrest gestellt worden war. Nach dem Konflikt mit der Sowjetunion benötigten die Mächtigen Jugoslawiens die Hilfe des Westens. Dieses Ansuchen war nicht zu vereinbaren mit Stepinac im Gefängnis. Um dem Westen zu zeigen, dass sie mit ihm weniger hart umgingen, brachten sie nach Krasic, seine Heimatstadt, und stellten ihn unter Hausarrest, unter ständige Polizeiüberwachung. Er konnte sich nicht frei bewegen und er konnte nicht als Bischof arbeiten. Am nächsten Tag fuhr ich gleich mit dem Taxi nach Krasic. Ein Polizist war auf dem Platz, einer auf der Straße und einer bei der Kirche. Sie hielten uns an und fragten uns, wohin wir fuhren. Wir machen einen Ausflug, antwortete ich. Seien Sie vorsichtig, halten Sie sich nicht in Krasic auf. Dort ist jetzt der Kriegsverbrecher Stepinac. Weil sie es nicht schafften, Stepinac von Rom zu trennen, versuchten sie, uns Priester von unserem Bischof zu trennen. Sie riefen die Cyril- und Methodius-Gesellschaft von katholischen Priestern der Volksrepublik Kroatien ins Leben. Wir bekamen einen Rundbrief von der Diözese, in dem stand non licet, was heißen soll, verboten. Sie dürfen dieser Gesellschaft nicht beitreten. Es war aus zwei Hauptgründen nicht erlaubt. Erstens, weil es unter dem Patronat des kommunistischen Staates stand. Zweitens, weil die Distanzierung von der Hierarchie der Kirche Voraussetzung war. Er fürchtete, dass seine separatistische Kirche eine Form annimmt, die die Einheit der gesamten Kirche bedrohen würde. Er wollte nichts davon hören. Er sagte, dass jeder, der beitreten würde, nicht nur ungehorsam wäre, es wäre eine Apostasia Fidei, ein Glaubensabfall. Die kommunistischen Behörden fanden einen Brief des Vatikan, der ein Verbot dieser Gesellschaft von den Bischöfen verlangte. Sie schickten eine Beschwerde an den Vatikan und warfen ihm Einmischung in interne jugoslawische Angelegenheiten vor. Während sie auf die Antwort des Vatikan warteten, wurde bekannt, dass Stepinac zum Kardinal ernannt worden war. Deshalb entschieden sie, die diplomatischen Beziehungen zum Vatikan abzubrechen. Es war nicht Stepinac selbst, vielmehr die moralische Instanz Stepinac, die sie fürchteten. Wenn man auf einem Heizkörper sitzt, geht die Wärme auf dich über. Wenn wir also Zeit bei Stepinac verbrachten, kam sein Geist über uns. Alles, was ihm heilig war, davon waren auch wir begeistert. Was er ablehnte, lehnten auch wir ab.
Sie nannten uns Stepinac-Priester und wir waren stolz darauf. Wir geben diesen Geist an die Leute weiter bis heute und sie respektieren das. Seine Briefe aus Krasic sind sehr bekannt. Manchmal brachte ich sie illegal nach Zagreb. Es waren für viele Menschen Briefe der Ermutigung und viele, an die er schrieb, waren selbst im Gefängnis. Seine Präsenz in unserer Heimat war von großer Bedeutung, trotz der Tatsache, dass er im Gefängnis in Lepoglava oder in Krasic war. Man konnte in seinen Briefen seine Besorgnis sehen. Er zitierte oft aus der Schrift. Aber es war zur gleichen Zeit ein großer Glaube in ihm und die Überzeugung, dass Gott das letzte Wort haben würde. Es war nur eine Frage der Ausdauer. Nicht einmal die Ostpolitik des Vatikan konnte ihn uns nehmen. Man dachte im Vatikan über verschiedene Lösungen nach, sogar dass Stepinac nach Rom ginge, wo er herzlich empfangen worden wäre und gut hätte leben können. Stepinac wies jeden Vorschlag, Kroatien zu verlassen, aufs Entschiedenste zurück. Er war bei den Menschen und litt zusammen mit ihnen. Er stärkte und ermutigte sie und wollte bis zum Tod bei seinen Leuten bleiben. Erzbischof Stepinac wurde von der Universalkirche nicht alleine gelassen. Viele haben das unüberwindbar Böse des Kommunismus und die Notwendigkeit erkannt, denen eine Stimme zu geben, die im Stillen litten. Der Prämonstratenser Pater Werenfried van Straten, Gründer von Kirche in Not, verstand das und stellte immer wieder materielle und geistige Hilfe denen zur Verfügung, die unter dem Joch der Sowjetunion zu leiden hatten. Nur das Wissen darum, dass er nicht alleine war, hat Erzbischof Stepinac Kreuz erleichtert. Seine vielleicht größte Freude war die Zuneigung und Verehrung der kroatischen Gläubigen, die in ihm eine Stimme hatten, die für diejenigen sprach, die für sich selbst nicht sprechen konnten. Das erste Mal habe ich ihn in der Kirche von Krasic gesehen. Dorthin hat mich meine Mutter mitgenommen. Ich war unruhig und meine Mutter sagte mir, dass Jesus am Altar ist. Ich sah nur ihn am Altar, deshalb nannte ich ihn Jesus. Und so habe ich ihn immer genannt, Jesus. Er war immer gut gelaunt und hat immer gelächelt. Ich habe ihn nie traurig gesehen. Von allen Kindern in Krasic war ich am meisten bei ihm. Ich war sehr lebendig und ich denke, dass er das mochte. Wenn ich jetzt zurückdenke, dann glaube ich, dass bei allen Nöten es wie Medizin für ihn war. Es war an einem Nachmittag im Mai. Er blickte aus dem Fenster seines kleinen Zimmers und sagte, es kommen Leute. Es kamen zwei Buben, klopften an der Tür und brachten lila Blumen. Sie waren barfuß und deshalb hatte sie die Schwester nicht bemerkt, als sie den Flur entlang liefen. Er fragte sie, warum seid ihr gekommen? Sie sagten, wir haben ihnen Blumen gebracht. Und er sagte zu ihnen, wo habt ihr sie gepflückt? Sie sagten, auf dem Friedhof. Und er sagte zu mir, die einzigen lila Blumen stehen auf dem Grab meiner Mutter. Und jetzt muss ich ihnen die Blumen meiner Mutter abkaufen. Dann sagte er zu ihnen, und was wollt ihr dafür? Sie sagten, ein paar Süßigkeiten. Er gab ihnen auf der Straße immer Süßigkeiten. Er sagte, dass er keine Süßigkeiten bei sich habe. Wenn sie aber zur Schwester gingen, würde sie ihnen ein paar getrocknete Feigen geben. Einer sagte, sie halten uns zum Narren. Er drehte sich zu mir um und sagte, hast du das gehört? Ein Kardinal der Heiligen Mutterkirche hält ihn zum Narren. Er ging hin, nahm sie bei der Hand und führte sie zur Schwester.
So war unser Erzbischof Stepinac, unser Heiliger. Ich meine, er hat jetzt eine mächtige Fürsprache bei Gott. Als Dr. Bogicevic 1959 zu Weihnachten zu ihm kam, sagte er zu ihm: Ihr Herz schlägt wie ein Uhrwerk. Und er antwortete: Doktor, mir scheint, dass diese Uhr bald stehen bleibt. Am 10. Februar 1960 starb er. Er konnte es fühlen. Wir haben ihm das nicht angesehen. Sie riefen sofort in Zagreb an. Sie läuteten alle Glocken der Kathedrale und wir Kleriker gingen in unser Oratorium und beteten einen Psalm, nicht wie für einen gewöhnlichen Verstorbenen, sondern für unseren heiligmäßigen Kardinal Stepinac. Das Begräbnis sollte in Krasic sein. Unser neuer Erzbischof, Dr. Franjo Schäper, bat uns, alles vorzubereiten. Sie hatten schon vor dem Altar eine Grube ausgehoben, als der Erzbischof die Nachricht erhielt, dass die Beisetzung doch in der Kathedrale sein würde. Wer das entschieden hat, weiß ich nicht. Wahrscheinlich Tito. Ich erinnere mich, als die Leiche für Zagreb vorbereiteten. Meine Eltern brachten mich in die Kirche. Es gab eine Absperrung um den Altar. Dort stand ich und beobachtete seinen Abschied von Krasic. Wir warteten auf seine Ankunft in der Kathedrale bis 9 Uhr abends. Die Kathedrale war voll und auch der Platz vor der Kathedrale war voll. Er wurde in einem Kombi gebracht. Mit ihm fuhr der Sekretär des Erzbischofs, Pater Bijonic. Wir alle weinten und als er das Gesicht enthüllte, sagte jeder: Mein Gott, was für ein Heiliger. Am Samstag um 9 Uhr war das Requiem. Ich habe noch nie so viele Leute in der Kathedrale gesehen. Sie waren überall, sind sogar auf die Seilen geklettert. Es war ein feierliches Requiem und der Erzbischof Schäper hielt eine wunderbare Predigt. Die Menschen berührten den Leichnam mit ihren Rosenkränzen. Das war die erste Proklamation der Heiligkeit von Stepinac. Natürlich war es sehr schwer für uns und wir spürten hinter all dem etwas Unheimliches. Er war nicht so alt. Er war 62. Wir wussten, dass er Schmerzen hatte. Aber er erschien uns gesund und in guter Verfassung.
Es gab schon damals Gerüchte, dass er allmählich vergiftet würde. Es war natürlich gefährlich, so etwas laut zu sagen, aber die Leute sprachen unter sich darüber. Was in mir die Zweifel hochkommen ließ, war die Tatsache, dass er so kurz vor seiner Entlassung starb. Bei den Treffen der Kommunisten vor seinem Tod wurde beschlossen, dass sie verhindern müssten, koste es, was es wolle, dass Stepinac wieder die Leitung in der Kirche übernimmt. Dieses koste es, was es wolle, ist sehr unheimlich. Der Postulator legte diese Information bei der Seligsprechung von Erzbischof Stepinac der Prüfungskommission des Heiligen Stuhls vor. Die Kommission akzeptierte diese Tatsache, dass er vergiftet worden ist, und auf dieser Grundlage wurde er als Seliger und Märtyrer proklamiert. Dann fingen die Wallfahrten zum Grab an. Keiner konnte es mehr verbieten. Es gab so viele Spione. Natürlich waren sie da, vor allem in den ersten Tagen. Es war aber nicht aufzuhalten. Als Stepinac 1960 starb, hatten Tito und die Kommunistische Partei die Haltung, alles, was geschehen ist, ist die Schuld von Stepinac. Jetzt ist er tot und wir können mit den Verhandlungen beginnen. Der Vatikan wollte das Leben der Gläubigen erleichtern, besonders das der Katholiken im Ostblock, und versuchte, mit den Kommunisten zu reden. Nachher wurde es ein wenig besser. Hier aber nicht. Hier verfolgten sie die Kirche weiter. Sie sagten, sie hätten ein gutes Verhältnis mit dem Vatikan. Was aber der Grund für alle Probleme hier war, dass die Bischöfe und Priester den gleichen Weg wie Stepinac weitergingen. Heute ist Kroatien Mitglied der Europäischen Union mit einer freien und demokratischen Gesellschaft. Obwohl eine offene Verfolgung der Gläubigen im Moment Geschichte ist und es große Hoffnung auf eine Zeit des Friedens und des Wachstums gibt, zeichnet sich am Horizont eine neue Herausforderung für die Kirche ab. Eine radikale Säkularisation, die auch in der Vergangenheit Kroatiens wurzelt. Es ist wahr, dass der Kommunismus und das Regime gefallen sind. Aber die Samen, seine Kriterien, die Denkweise existieren auf vielen Gebieten weiter. Deshalb ist es gut, über die Worte des seligen Aloysius und sein Handeln nachzudenken, mit dem Bewusstsein, dass wir zwar in einer anderen Zeit leben, es aber sehr ähnliche Methoden sind. Heute strömen Kroaten und Katholiken aus der ganzen Welt an das Grab des seligen Kardinals Stepinac. Sie beten und hoffen, dass der, der sie so standhaft auf Erden verteidigt hat, jetzt für ihre Anliegen im Himmel eintritt. Oh.
Aloysius Viktor Stepinac wurde in Prešovec am 8. Mai 1898 als fünftes von 8 Kindern von Josip und Barbara Stepinac geboren. Nachdem er seinen Militärdienst beendet hatte, entschied er sich, nachdem er kurze Zeit Agrarwissenschaften studiert hatte, zum Priestertum und begann 1924 seine theologischen Studien an der Päpstlichen Universität Gregoriana. Nach seiner ersten heiligen Messe in Santa Maria Maggiore kam er nach Zagreb zurück und wurde Zeremonienmeister von Erzbischof Bauer. Am 24. Juni 1934 wurde Aloysius Stepinac in der Kathedrale von Zagreb zum Bischof geweiht. Er war zu dieser Zeit mit 36 Jahren der jüngste Bischof auf der ganzen Welt und war noch keine 4 Jahre Priester. Drei Jahre später, am 7. Dezember 1937, starb Erzbischof Bauer und Stepinac übernahm am gleichen Tag die Amtsgeschäfte des Erzbistums Zagreb. Diese letzten 4 Jahre haben mir gezeigt, welch dornigen Weg ein katholischer Bischof gehen muss. Ich habe gehofft auf den Herrn und er hat mich nicht verlassen. Vielmehr sind mein Glaube und mein Vertrauen auf Gott, den Allmächtigen, gewachsen, so wie Eisen härter wird, wenn es geschmiedet wird. Je mehr Schwierigkeiten kommen, umso mehr wird mein Vertrauen auf Gottes Hilfe wachsen. Ich werde mit meiner Herde durch die Stürme schreiten, die vor uns liegen. Für Unabhängigkeit, Brüderlichkeit und Einheit der Völker von Jugoslawien und den Kampf für die Glaubensfreiheit und Toleranz. Im Gerichtssaal befanden sich kommunistische Sympathisanten. Und wenn der Ankläger gegen Stepinac sprach, gab es Pfiffe. Sie klatschten und riefen laut. Bei den wenigen Gelegenheiten, wenn Stepinac sprach, lachten sie ihn laut aus. Im Papst fest verwunden bleiben. Da wendete sich das Blatt. Alles wandte sich nun gegen Stepinac. Es war klar, dass nichts ihn erweichen konnte. Das war, als kirchliches Verlagswesen völlig abgeschafft wurde. Den Katechismusunterricht gab es in den Schulen immer weniger und schließlich wurde damit aufgehört. Die Mehrheit der katholischen Schulen wurde geschlossen, bis auf 2 in Zagreb und Istrien. Nahezu der gesamte Kirchenbesitz wurde konfisziert und kirchliche Institute geschlossen. Die Schwestern wurden aus den Spitälern, Schulen und Bildungseinrichtungen entlassen. Als die Prozession von der Wallfahrt zu unserer lieben Frau von Maria Bistrica zurückkam, warteten wir in der Kathedrale, um zu sehen, wer predigen würde. Stepinac führte zu Fuß die erste Prozession an, durfte aber nicht zu der zweiten. Als die Glocke der Sakristei läutete, trat Stepinac ein. Angespannt folgten ihm alle Augen, als er auf die Kanzel stieg und ganz spontan applaudierte die ganze Kathedrale. Ganz ruhig nahm er sein Birett ab und sagte: Meine lieben Brüder und Schwestern, ich darf euch bitten, nicht in der Kirche zu klatschen. Denn hier gebührt Gott allein Ruhm und Ehre und niemand sonst. Wir hörten zu, wie er seine Predigt fortsetzte. Wir haben gegen jedes Gebot Gottes gesündigt. Vergib uns, o Gott. Stepinac schrieb unaufhörlich an die Behörden, nicht nur er, sondern auch die anderen Bischöfe.
Er bekam nie eine Antwort. Als er erkannte, dass es keine Kommunikation gab, entschied er mit den anderen Bischöfen, 1945 einen öffentlichen Pastoralbrief zu schreiben, in dem er klarstellte, wie sich die kommunistische Regierung in dieser neuen Situation verhielt, wie es in Beziehung zur Kirche und zum Volk stand. Das war ein Schlag, den die Regierung nicht tolerieren würde. Jugoslawische Diplomaten starteten außer Landes gegen Stepinac eine Hetzkampagne, dass Stepinac ein Kriegsverbrecher wäre und dass er die Zwangskonversion der Serben angeführt hatte. Als der Nuntius, der amerikanische Bischof Joseph Hurley, nach Belgrad kam, war das Erste, was Tito forderte, dass Stepinac aus Zagreb entfernt würde. Als 1945 Tito erstmalig in Zagreb auf dem Ban Jelačić-Platz auf die Bühne trat, war Stepinac auch dort. Er war dort wegen des Bibelzitates "Alle Macht" und endete mit den Worten: "Ich wiederhole, dass mein Gewissen rein ist, aber tun Sie, was Sie wollen." Das Urteil waren 16 Jahre Haft und 5 Jahre Verlust der Bürgerrechte. Er wurde in das Lepoglava-Gefängnis gebracht. Wir fürchteten, er würde umgebracht. Als wir dann von den 16 Jahren Gefängnis hörten, waren wir geradezu erleichtert. Wir waren sicher, er würde exekutiert werden. Die Kirche wurde sich bewusst, dass sie durch Leiden den Preis zu zahlen hätten. So wie der Erzbischof litt, musste die Kirche als das Volk Gottes mit ihm leiden, damit das Böse, das entstanden war, überwunden würde. Ungefähr einen Monat später besuchte ihn Bischof Josip Lach und sagte zu mir: "Hilf mir, diese Sachen zu tragen. Wir werden den Erzbischof in der Haft besuchen." Die Wachen ließen uns hinein und als wir zu dem Innenhof kamen, sahen wir den Erzbischof 30 bis 40 Meter von uns gehen. Er bewegte sich schnell auf dem für ihn angelegten Weg. Wir gingen in seine Zelle und nahmen die Sachen heraus und legten sie auf den Tisch. Wir, die Häftlinge, brachten weiße Steine aus dem Steinbruch mit und zerschlugen sie mit einem Vorschlaghammer in kleine Stücke und machten diesen Kiesweg, auf dem Stepinac jeden Tag vormittags und nachmittags auf und ab ging. Jedes Jahr pflanzten wir Blumen. Es gab eine Menge Tulpen dort. Wir schoben sogar den Schnee weg, damit die Blumen wachsen konnten, wenn ausländische Delegationen ihn besuchten. Es kamen oft hohe Beamte der Partei, um zu sehen, was dort geschah, damit sie herausfänden, wie sie ihn psychologisch sprechen könnten. Wenn er auf dem Hof herumging, er wollte dadurch zeigen, dass dieser Mann völlig unschuldig war und keines Verbrechens schuldig. Er wollte damit auch seinen tiefen Respekt erweisen für seine Überzeugung und alle seine Entscheidungen und Standpunkte in der Vergangenheit. Das Leben von Kardinal Stepinac wurde geprägt von zwei Weltkriegen und den totalitären Regimen des Faschismus, Nazismus und Kommunismus.
Es war die Zeit, in der große Reiche wie die KOK-Monarchie und das Zarenreich in Russland für immer von der politischen Szene verschwanden und gleichzeitig in Zentraleuropa ganze Gruppen von neuen Staaten in den Vordergrund traten. Aloysius Viktor Stepinac wurde in Prešovec am 8. Mai 1898 als fünftes von 8 Kindern von Josip und Barbara Stepinac geboren. Nachdem er seinen Militärdienst beendet hatte, entschied er sich, nachdem er kurze Zeit Agrarwissenschaften studiert hatte, zum Priestertum und begann 1924 seine theologischen Studien an der Päpstlichen Universität Gregoriana. Nach seiner ersten heiligen Messe in Santa Maria Maggiore kam er nach Zagreb zurück und wurde Zeremonienmeister von Erzbischof Bauer. Am 24. Juni 1934 wurde Aloysius Stepinac in der Kathedrale von Zagreb zum Bischof geweiht. Er war zu dieser Zeit mit 36 Jahren der jüngste Bischof auf der ganzen Welt und war noch keine 4 Jahre Priester. Drei Jahre später, am 7. Dezember 1937, starb Erzbischof Bauer und Stepinac übernahm am gleichen Tag die Amtsgeschäfte des Erzbistums Zagreb. Diese letzten 4 Jahre haben mir gezeigt, welch dornigen... Hier spricht London. Sie hören den Auslandsdienst der BBC. Ovde London. Britanska radiostanica daje za Jugoslaviju posljednju današnju emisiju. Radio London. Ich hörte gerade BBC London, als sie bekannt gaben, dass Erzbischof Stepinac um 8.45 Uhr nach Krasic gebracht und unter Hausarrest gestellt worden war. Nach dem Konflikt mit der Sowjetunion benötigten die mächtigen Jugoslawiens die Hilfe des Westens. Dieses Ansuchen war nicht zu vereinbaren mit Stepinac im Gefängnis. Um dem Westen zu zeigen, dass sie mit ihm weniger hart umgingen, brachten sie nach Krasic, seine Heimatstadt, und stellten ihn unter Hausarrest, unter ständige Polizeiüberwachung. Er konnte sich nicht frei bewegen und er konnte nicht als Bischof arbeiten. Am nächsten Tag fuhr ich gleich mit dem Taxi nach Krasic. Ein Polizist war auf dem Platz, einer auf der Straße und einer bei der Kirche. Sie hielten uns an und fragten uns, wohin wir fuhren. Wir machen einen Ausflug, antwortete ich. Seien Sie vorsichtig, halten Sie sich nicht in Krasic auf. Dort ist jetzt der Kriegsverbrecher Stepinac. Weil sie es nicht schafften, Stepinac von Rom zu trennen, versuchten sie uns Priester von unserem Bischof zu trennen. Sie riefen die Cyril- und Methodius-Gesellschaft von katholischen Priestern der Volksrepublik Kroatien ins Leben. Wir bekamen einen Rundbrief von der Diözese, in dem stand non licet, was heißen soll, verboten. Sie dürfen dieser Gesellschaft nicht beitreten. Es war aus zwei Hauptgründen nicht erlaubt. Erstens, weil es unter dem Patronat des kommunistischen Staates stand. Zweitens, weil die Distanzierung von der Hierarchie der Kirche Voraussetzung war. Er fürchtete, dass seine separatistische Kirche eine Form annimmt, die die Einheit der gesamten Kirche bedrohen würde. Er wollte nichts davon hören. Er sagte, dass jeder, der beitreten würde, nicht nur ungehorsam wäre, es wäre eine Apostasia fidei, ein Glaubensabfall.
Mutter mitgenommen. Ich war unruhig und meine Mutter sagte mir, dass Jesus am Altar ist. Ich sah nur ihn am Altar, deshalb nannte ich ihn Jesus. Und so habe ich ihn immer genannt, Jesus. Er war immer gut gelaunt und hat immer gelächelt. Ich habe ihn nie traurig gesehen. Von allen Kindern in Krasic war ich am meisten bei ihm. Ich war sehr lebendig und ich denke, dass er das mochte. Wenn ich jetzt zurückdenke, dann glaube ich, dass bei allen Nöten es wie Medizin für ihn war. Es war an einem Nachmittag im Mai. Er blickte aus dem Fenster seines kleinen Zimmers und sagte, es kommen Leute. Es kamen zwei Buben, klopften an der Tür und brachten lila Blumen. Sie waren barfuß und deshalb hatte sie die Schwester nicht bemerkt, als sie den Flur entlang liefen. Er fragte sie, warum sei die gekommen? Sie sagten, wir haben ihnen Blumen gebracht. Und er sagte zu ihnen, wo habt ihr sie gepflückt? Sie sagten, auf dem Friedhof. Und er sagte zu mir, die einzigen lila Blumen stehen auf dem Grab meiner Mutter. Und jetzt muss ich ihnen die Blumen meiner Mutter abkaufen. Dann sagte er zu ihnen, und was wollt ihr dafür? Sie sagten, ein paar Süßigkeiten. Er gab ihnen auf der Straße immer Süßigkeiten. Er sagte, dass er keine Süßigkeiten bei sich habe. Wenn sie aber zur Schwester gingen, würde sie ihnen ein paar getrocknete Feigen geben. Einer sagte, sie halten uns zum Narren. Er drehte sich zu mir um und sagte, hast du das gehört? Ein Kardinal der Heiligen Mutterkirche hält ihn zum Narren. Er ging hin, nahm sie bei der Hand und führte sie zur Schwester. So war unser Erzbischof Stepinac, unser Heiliger. Ich meine, er hat jetzt eine mächtige Fürsprache bei Gott. Als Dr. Bogicevic 1959 zu Weihnachten zu ihm kam, sagte er zu ihm, Ihr Herz schlägt wie ein Uhrwerk. Und er antwortete, Doktor, mir scheint, dass diese Uhr bald stehen bleibt. Ich erinnere mich, als die Leiche für Zagreb vorbereiteten. Meine Eltern brachten mich in die Kirche. Es gab eine Absperrung um den Altar. Dort stand ich und beobachtete seinen Abschied von Krasic. Wir warteten auf seine Ankunft in der Kathedrale bis 9 Uhr abends. Die Kathedrale war voll und auch der Platz vor der Kathedrale war voll. Er wurde in einem Kombi gebracht. Mit ihm fuhr der Sekretär des Erzbischofs, Pater Bijonic. Wir alle weinten, und als er das Gesicht enthüllte, sagte jeder, mein Gott, was für ein Heiliger. Am Samstag um 9 Uhr war das Requiem. Ich habe noch nie so viele Leute in der Kathedrale gesehen. Sie waren überall, sind sogar auf die Seilen geklettert. Es war ein feierliches Requiem und der Erzbischof Scheper hielt eine wunderbare Predigt. Die Menschen berührten den Leichnam mit ihren Rosenkränzen. Das war die erste Proklamation der Heiligkeit von Stepinac.
Natürlich war es sehr schwer für uns. Und wir spürten hinter all dem etwas Unheimliches. Er war nicht so alt. Er war 62. Wir wussten, dass er Schmerzen hatte. Aber er erschien uns gesund und in guter Verfassung. Es gab schon damals Gerüchte, dass er allmählich vergiftet würde. Es war natürlich gefährlich, so etwas laut zu sagen, aber die Leute sprachen unter sich darüber. Was in mir die Zweifel hochkommen ließ, war die Tatsache, dass er so kurz vor seiner Entlassung starb. Bei den Treffen der Kommunisten vor seinem Tod wurde beschlossen, dass sie verhindern müssten, koste es, was es wolle. Die Kommission akzeptierte diese Tatsache, dass er vergiftet worden ist, und auf dieser Grundlage wurde er als Seliger und Märtyrer proklamiert. Dann fingen die Wallfahrten zum Grab an. Keiner konnte es mir verbieten. Es gab so viele Spione. Natürlich waren sie da, vor allem in den ersten Tagen. Es war aber nicht aufzuhalten. Als Stepinac 1960 starb, hatten Tito und die Kommunistische Partei die Haltung: Alles, was geschehen ist, ist die Schuld von Stepinac. Jetzt ist er tot und wir können mit den Verhandlungen beginnen. Der Vatikan wollte das Leben der Gläubigen erleichtern, besonders das der Katholiken im Ostblock, und versuchte, mit den Kommunisten zu reden. Nachher wurde es ein wenig besser. Hier aber nicht. Hier verfolgten sie die Kirche weiter. Sie sagten, sie hätten ein gutes Verhältnis mit dem Vatikan. Was aber der Grund für alle Probleme hier war, dass die Bischöfe und Priester den gleichen Weg wie Stepinac weitergingen. Heute ist Kroatien Mitglied der Europäischen Union mit einer freien und demokratischen Gesellschaft. Obwohl eine offene Verfolgung der Gläubigen im Moment Geschichte ist und es große Hoffnung auf eine Zeit des Friedens und des Wachstums gibt, zeichnet sich am Horizont eine neue Herausforderung für die Kirche ab. Eine radikale Säkularisation, die auch in der Vergangenheit Kroatiens wurzelt. Es ist wahr, dass der Kommunismus und das Regime gefallen sind. Aber die Samen, seine Kriterien, die Denkweise existieren auf vielen Gebieten weiter. Deshalb ist es gut, über die Worte des seligen Aloysius und sein Handeln nachzudenken, mit dem Bewusstsein, dass wir zwar in einer anderen Zeit leben, es aber sehr ähnliche Methoden sind. Heute strömen Kroaten und Katholiken aus der ganzen Welt an das Grab des seligen Kardinals Stepinac. Sie beten und hoffen, dass der sie so standhaft auf Erden verteidigt hat, jetzt... Dieser Gerichtsfall ist eine Chance, die Fehlgeleiteten zurückzuführen. Es verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Stepinac wurde verhaftet. Die Verhandlung hatte bereits gegen eine Gruppe von Leuten begonnen. Unter ihnen war sein Sekretär und unser Provinzial. 6 Franziskaner. Es war ein großer Prozess, der in einer Sporthalle stattfand. Ich habe die Verhandlung im Radio mitgehört und erinnere mich an die Stimme von Stepinac. Und ich erinnere mich, wie aggressiv der Staatsanwalt Blaschewitz und der Richter Wimpolczek ihn unterbrachen.
In dem Schauprozess der jugoslawischen Kommunisten wurde Dr. Aloysius Stepinac des Hochverrates und der Zusammenarbeit mit den Besatzungsmächten während des Krieges, der Gründung eines Militärvikariates, der Verschwörung im Hinblick auf die Zerstörung des politischen Systems und staatsfeindlicher Propaganda angeklagt. In der Anklage wurden ihm auch Kriegsverbrechen vorgeworfen und er wurde beschuldigt, Zwangsbekehrungen von Serben und Juden zwischen 1941 und 1945 durchgeführt zu haben. Als die deutschen Truppen auf dem Jelačić-Platz ankamen, konnte man eine jubelnde Menge beobachten. Sie rief und warfen Blumen auf die ankommenden Panzer. Was sie vor allem wollten, war ein kroatischer Staat. Als die Unabhängigkeit Kroatiens proklamiert wurde, wollten alle Kroaten genau das, wozu sie das Recht hatten, ihren eigenen Staat. Und Erzbischof Stepinac auch. Zufrieden, gemeinsam mit den anderen Bischöfen, setzte er große Hoffnung in den neuen Staat. Viele wurden aber bitter enttäuscht. Bereits am 22. Mai 1941 verriet die Regierung ihre Ideale. Und wahrscheinlich auf Geheiß Hitlers und Deutschlands mussten Juden gelbe Tücher mit dem Davidsstern tragen. Es gab keinen Antisemitismus. Ich habe das... Dass sie das Schwerwiegende aller dieser Organisationen und dieses Verbrechens begreifen und dass sie zu ihrem Volk zurückkehren. Seine Verteidigung war am 3. Oktober 1946. Es herrschte völlige Stille. Jeder hörte auf seinem kleinen Radio mit. Wir waren damals 30 im Noviziat und saßen zusammengedrängt und versuchten, seiner Rede zuzuhören. Er fing an: Sehr geehrte Herren, Geschworene und alle, die mich hören, mein Gewissen ist rein. Ich denke, Sie stellen nicht Aloysius Stepinac vor Gericht, es ist vielmehr die Institution des Erzbischofs von Zagreb. Und dieser Prozess ist in der Tat das Schicksal der katholischen Kirche. Er fuhr fort und endete mit den Worten: Ich wiederhole, dass mein Gewissen rein ist, aber tun Sie, was Sie wollen. Das Urteil waren 16 Jahre Haft und 5 Jahre Verlust der Bürgerrechte. Er wurde in das Lepoglava-Gefängnis gebracht. Wir fürchteten, er würde umgebracht. Als wir dann von den 16 Jahren Gefängnis hörten, waren wir geradezu erleichtert. Wir waren sicher, er würde exekutiert werden. Die Kirche wurde sich bewusst, dass sie durch Leiden den Preis zu zahlen hätten. So wie der Erzbischof litt, musste die Kirche als das Volk Gottes mit ihm leiden, damit das Böse, das entstanden war, überwunden würde. Ungefähr einen Monat später besuchte ihn Bischof Josip Lach und sagte zu mir: Hilf mir, diese Sachen zu tragen. Wir werden den Erzbischof in der Haft besuchen. Die Wachen ließen uns hinein und als wir zu dem Innenhof kamen, sahen wir den Erzbischof 30 bis 40 Meter von uns gehen. Er bewegte sich schnell auf dem für ihn angelegten Weg.
Wir gingen in seine Zelle und nahmen die Sachen heraus und legten sie. Enttäuscht. Bereits am 22. Mai 1941 verriet die Regierung ihre Ideale. Und wahrscheinlich auf Geheiß Hitlers und Deutschlands mussten Juden gelbe Tücher mit dem Davidsstern tragen. Es gab keinen Antisemitismus. Ich habe das vor dem Krieg nie gefühlt. Es fing an über Nacht. Wir mussten ein gelbes Tuch über der Schulter tragen, mit einem J darauf. Wir mussten es bei der Polizei abholen. Es war gefährlich, es nicht zu tragen. Es nicht zu tragen, konnte die Einlieferung in ein Lager bedeuten. Darüber war Stepinac sehr, sehr bestürzt. Und sofort wandte er sich öffentlich dagegen. Es werden weder Ehebrecher noch öffentliche Prostituierte mit einem sichtbaren Zeichen gekennzeichnet. Wenn man dies also nicht einmal mit jenen macht, die es aufgrund ihrer persönlichen Schuld verdient haben, dass die menschliche Gesellschaft vor ihnen zurückscheut, warum tut man es dann mit jenen, die ohne eigene Schuld Mitglieder einer anderen Rasse sind? Kardinal Stepinac. Kardinal Stepinac rettete eine Jüdin, die gleich alt war wie ich. Sie lief weinend auf der Straße, denn sie hatten ihre Mutter weggebracht. Ihr Bruder war in der kommunistischen Partei, die wieder verboten wurde. Ihr Vater wurde umgebracht. Stepinac nahm sich ihrer an und sie sagte ihm, wer sie war. 4 Jahre hielt er sie versteckt. Er nahm aber teil am öffentlichen Leben mit den politischen Führern. Wenn nicht, wäre er getötet worden und das hätte niemandem genützt. Als sie im Altenheim Schwarz in der Vlaska-Straße die Militärluftfahrt einrichteten, brachte Stepinac alle diese Juden von dem Heim nach Bresovica. Einige konnte er auf die Insel Rab bringen und andere an weitere sichere Orte. Als die Verfolgung am schlimmsten war, waren wir noch in unserer Wohnung. Stepinac schickte einen Priester in Zivil. Er sagte, der Erzbischof wollte, dass wir kommen.